So, wir spielen heute Blitzkrieg. Was hast du mitgebracht? Ich habe Franzosen. Gut, ich nehme Briten. Passt zwar nicht, aber durch die Wirren des Krieges, weil die Deutschen so schnell vorgestoßen sind, haben wir uns so gedacht, gab es eine Zangenbewegung und deswegen Friendly Fire. Die Briten haben sie eingegraben, die Franzosen haben angegriffen. Oder wollen Genau, angreifen, sagen wir wir es wollen mal. angreifen, haben halt gedacht, es wäre eine deutsche Stellung, haben es aber noch nicht gesehen, weil doch Genau. alles ein bisschen Düster vielleicht, düster, ein bisschen Nebel. neblig halt auch und ja, ein bisschen fehlerhafte Kommunikation. Kommunikation war ja damals noch nicht so das A und O, war ein bisschen Genau. verwirrend manchmal. Und wenn da geschossen wird, dann wird nämlich auch zurückgeschossen. Genau. So sieht's. Ja, dementsprechend haben wir jetzt mal Early, mal was anderes, 1000 nicht, Punkte jeder. genau, 1000 Punkte jeder. Nicht wie sonst immer, wie Late War oder so, ne, dieses Endzeit-Geballere, sondern halt mal ein bisschen kleinere Waffen, bisschen wenig Feuerkraft. Genau. Und mal sehen. Ich spiele Panzerkompanie. Infanterie. Infanterie, Panzer gegen Infanterie. Ja, ein paar kleine Schüsse mitgebracht hier bei den Franzosen. Dann wollen wir mal sehen, was passiert, ne? Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht schaffen es ja mal die Franzosen. Ja, warum sollten sie es nicht Entgegen schaffen? der reellen Geschichte mal durchzubrechen und vielleicht nochmal durch die Briten durchzubrechen. Also, wenn ihr sehen wollt, wie das ausgeht, bleibt dran. Auf geht's. Auf geht's. Wir spielen heute Flames of War nach dem Buch Blitzkrieg. Ich habe mitgebracht diesmal Briten. Ich glaube, wie hieß denn die britische Infanteriekompanie regulär oder sowas hieß die? Ja, hier der Commander und der Second. Dann zweimal die Infanterie, komplett aufgepumpt mit Anti-Tank-Rifle und leichten Mörser. Dann haben wir hier die Artillerie. Die 1825er, die Zweifünder, Anti-Tankern und die Matilda, einmal die große und einmal die kleine. Eigentlich ist die ganze Armee Confident Veteran, bis auf die Artillerie und die Panzer, die sind Confident Trained. Jo, das ist es eigentlich gewesen. 1000 Punkte, wie gesagt. Und mal gucken, was erreichen die. Die sind von der Insel. So, ich habe auch 1000 Punkte mitgebracht. Diesmal ein paar Franzosen. Französische Panzerkompanie, auch Flames of War. Hier im HQ mein ja, Anführer in einem B1. Der wird begleitet dann von drei Panzerplatoons: zweimal die Hotchkiss und einmal Venos. Und dann in Unterstützung noch zwei Packgeschütze, ein Trupp mit 47 mm. Und dann noch ein bisschen Artillerie, weil ohne geht ja nicht, ne? Man muss ja schön schwere Geschütze auffahren. 405 mm, ein bisschen bei den Briten ein paar Löcher reinreißen. Ja, das Ganze hier sind auch genau 1000 Punkte. Ein bisschen kleinere Armee. Und ja, mal sehen, was für eine Mission wir gleich haben. So, dann würfeln wir nochmal die Mission aus. Soll ich zuerst würfeln, oder? Ja, wir würfeln einfach mal hier, Für welche Tabelle? würfeln einfach hier die Tabelle einfach mal aus. Die 5, also die untere Das wäre die Tabelle. untere Tabelle und dann würfel ich mal auf der zweiten Tabelle. Ja, ich weiß, ich habe nur amerikanische Würfel, keine französischen Würfel, aber. So ist es halt, wenn man von der Richtung. Die würfeln sich genauso. So, dann gucken wir mal, was für eine Mission wir haben. Die 2. Fighting Withdrawal, also Rückzugsgefecht. Wo haben wir sie denn? Ja, hier haben wir sie. Diese Mission hier. Und dann können wir ja mal aufbauen, ne? Genau, dann bauen wir das Ganze mal auf. Angerfahrverteidiger steht ja eigentlich schon fest. Ich habe eine Panzerkompanie. Ich Infanterie. Ja, das heißt, ich greife meinen Panzer an. Er will mit einer Infanterie verteidigen. Wir Bis stellen auf. aufs Messer. Bis aufs Messer, genau. Wir stellen auf, dann zeigen wir euch nochmal die Platte und ja, dann geht's schon los.
So, die Truppen wurden platziert. Hier sehen wir kurz einen Überflug über die britischen Streitkräfte. Hier die Franzosen. So, was haben wir denn hier, hier aufgestellt bei den Briten? Also hier sehen wir noch die Missionsziele vorher einmal. Hier ist eins, hier ist eins und hier ist eins. So, und hier stehen die Briten jetzt. Genau, hier haben wir die Matildas, die beiden. Hier ist der Infanteriezug 1. Hier ist der Commander. Hier ist dann die Artillerie, Infanteriezug 2 und der Second. Die zwei Fünder habe ich im Ambush gehalten. Genau. So, auf der Seite der Franzosen sieht es wie folgt aus. Hier hinten, gut auf dem Berg positioniert, steht die französische 105er, die Artillerie. Hier stehen dann drei Hotchkiss, hier mein Kompaniekommander. Dann hier im Zentrum drei Renaults. Dann hier haben wir die 47mm Pack. Nochmal drei Hotchkiss und hier der Observer. Achso, ja, meiner ist hier oben drin. Achso, genau, der hat sich natürlich gut positioniert im Kirchturm. Ja, das Ganze ist halt ein Rückzugsgefecht. Das Ganze läuft so ab. Wie gesagt, es sind drei Missionsziele auf dem Feld. Ab Runde 3 muss der Verteidiger einen Zug abziehen, wenn er mehr als 5 Züge auf dem Feld hat. Ist das nicht der Fall, bekommt man einen Verzögerungsmarker und der wird dann später hinzuaddiert in der nächsten Runde zu der Anzahl der Zügen. Das heißt, wenn man 4 hat, bekommt man einen Verzögerungsmarker. Und nächste Runde hätte man dann immer noch 4 auf dem Feld, denn plus den Verzögerungsmarker wäre man bei 5. Das heißt, man müsste dann einen Zug abziehen. Genau. Das Ganze geht dann immer so weiter und so weiter bis Runde 6. Ab Runde 6 wird dann auch noch zusätzlich ein Missionsziel nach Wahl des Verteidigers entfernt. Und zwar eins vom Angreifer gelegt, das war einmal dieses. Und das hier außen. Und dieses hier außen. Das in der Mitte, das, hab ich gelegt. Genau, das hat der Britenspieler gelegt und das kann nicht entfernt werden. Und ab Runde 7 wird dann das zweite Missionsziel entfernt, was der Angreifer, also in dem Fall ich, gelegt habe, wird das auch entfernt. Ja, Ziel ist es halt bis Runde 8. Also der Verteidiger muss halt bis Runde 8 halt durchhalten. Mhm. Und mein Ziel ist es halt, vorher eines der Missionsziele einzunehmen und zu Beginn meiner nächsten Runde dann quasi noch zu halten. Genau. Ja, das ist quasi das ganze Spielfeld. Und der Angreifer beginnt. Ja, dementsprechend würde ich sagen, los geht's. Auf geht's, ja. So, Runde 1 der Franzosen. Ja, eigentlich relativ schnell gewesen. Franzosen sind auf breiter Linie vorgerückt. Die ganzen Panzer und auch die Packgeschütze. Allerdings, ja, diese Panzer hier sind ja nicht sonderlich schnell. Die können sich ja nur 8 Zoll weit bewegen. Ja, die Artillerie hier hat geschossen. Eingerichtet von dem Observer hier. Auf die kleine Matilda. Und die Matilda hätten er eingerichtet. Hat auch getroffen. Hat auch, ich konnte sogar ausbailen. Nee, konntest du nicht, du hast nur eingerichtet. Gebailt hast du nicht. Ich hätte bailen können. Ich hätte sie bailen können, aber ich habe dann leider nicht geschafft. Ja, hier habe ich mit MGs auf die Infanterie gehalten, weil. Infanterie behakt, ja. Ansonsten kann ich die nicht beschießen, weil die alle hier One-Man-Turret haben. Und wenn ich mich bewege, kann ich mit den Hauptgeschützen nicht mehr feuern. Deswegen, ja, doch, triffst einen schlechter. Nee, die dürfen die gar nicht abfeuern. Ach so. Okay. Und dementsprechend konnte ich nur mit MGs die ganzen Infanterie behaken, aber ja, ein paar Treffer gemacht, aber nichts wirklich, kein Schaden verursacht. Nee, gar nicht. Ja, dementsprechend, ja, schnelle erste Runde. Mhm. Und ja, weiter geht's mit den Briten. Runde 1, Briten. So. Ja, die Briten, die waren so überrascht, dass die französische Panzermacht hier vorrückt, dass sie gleich den Ambush gezogen haben. Hier ist dann die Zweifünder aufgepoppt. Die Infanterie hat sich verlagert und dann ging es gleich los mit dem Abwehrfeuer. Die Matilda hier außen links hat hier einen Panzer. Sind das die Hotchkiss? Das sind Hotchkiss, ja. Genau, ein Hotchkiss abgeschossen. Und die Zweifünder zusammen mit der großen Artillerie haben dann hier zwei auf Hotchkiss sind das, ne?
Das sind auch Hotchkiss, ne? Zwei Hotchkiss abgeschossen. Ja, und sonst ist eigentlich nichts passiert soweit. Ja, drei brennende Panzer sind schon da. Erste Runde. Oh, läuft. Guter Schnitt. Hoffen wir mal, dass es nicht so weitergeht. Oh doch. So, Runde der Franzosen. Runde 2. Ja, die sind stationär geblieben hier, die zwei verbleibenden noch. Haben hier einen. Haben allen Infanterie-Team weggeschossen. Ja, durch die Panzer kommen die nämlich ihren kleinen Papierkanonen nicht durch. Die drei Renaults haben hier auf die zwei Fünder, die im Wald hier drin stehen, geschossen. Haben getroffen, haben sowas, aber. Naja, Power-Test nicht geschafft. Durch dieses Gunschild kam ich nicht durch die. Ja, mein Feuerkrafttest nicht durch die Gunschild durch, weil ich mit MG geschossen habe. Ja, die B1, das B1-Ding hier, hat hinten noch die Artillerie geschossen und ein Geschütz weggeschossen. Das war eine Sache, die erfreulich war. Ja, die Artillerie hier von mir hat versucht, auf die Matilda einzurichten, über die Observer hier. Ja, hat auch eingerichtet, aber nichts getroffen. Ja, dementsprechend. Ohne zwei Briten. Ja, alles eigentlich stationär geblieben und wir haben die Kanonen wieder sprechen lassen. Ja, und diesmal habe ich nicht geschafft, irgendwas zu zerstören. Ja, aber drei Panzer alle ausgebellt und ausgestiegen. Ja, ansonsten. Achso, und ja, die Infanterie ist wieder eingegangen. Die Infanterie ist wieder eingegangen, genau. Und sonst ist eigentlich alles so geblieben, wie es war. Ja, Missionsziel noch gehalten. Jetzt beginnt Runde 3. Genau. Und ab seiner Runde müsste dann ein Zug zurückgezogen werden. Ja, dann sehen wir mal weiter. Runde 3 der Franzosen. Die Franzosen haben hier einen kleinen Vorstoß unternommen. Wir haben ein Infanterieteam, was hier stand, im Nahkampf ausgelöscht. Die 47mm Packgeschütze hier. Hier und hier in dem Wald haben sich ranbewegt. Und haben das Feuer auf die Matilda hier eröffnet, aber haben nichts getroffen. Doch, getroffen haben sie. Ja, getroffen haben sie, aber keinen Schaden gemacht. Oder haben die ihn ausgebellt? Nee, die Artillerie. Die Artillerie, ne? Ja, stimmt. Genau, die Artillerie hat er nämlich auch noch eingerichtet drauf. Hat auch nur die Matilda getroffen, die anderen umkreisenden Teams nicht. Ja, hat sie durch einen blöden Zufall nur gebellt. Die hätte auch zerstören können. Durch einen blöden Zufall, du hast scheiße gewürfelt. Ja, ich habe blöd gewürfelt, das stimmt wohl. Ja, hier hat sich ein Team, also ein Panzer hat sich hier eingestiegen. Die anderen zwei sind ausgestiegen. Der B1 ist hier ein bisschen nach vorne gefahren, hat versucht, das Geschütz zu feuern. Nichts gerissen. Ja, das war es eigentlich schon. Runde 3 Briten. Ja, Runde 3 Briten. Das heißt, ein Zug muss ich jetzt zurückziehen. Genau. Denn sehen wir uns gleich wieder. Ende dritte Runde Briten. Ja, hier ist ja auch nichts so passiert an der Seite. Die Matilda ist nicht wieder eingestiegen. No. Die Infanterie hat zum Gegenschlag ausgeholt, ist vorgerückt, hat sich dann hier positioniert. Die Zweifünder hat sich auf die Panzer eingeschossen, hat eigentlich nichts vernichtet, aber durch mehrfaches Ausbählen und versauten Moralwerttest sind sie dann nach Hause gefahren. Und dann in der Nahkampfphase hat die Infanterie die Packgeschütze gestürmt und diese dann gleich überrannt in einer Runde. Ja. Die Infanterie, also das Command-Team, wollte den Gegenangriff machen, hat sich dann aber doch entschlossen, sich zurückzuziehen. Ja, Franzosen-like. Tja, da sind sie weggelaufen. Ja, und hier ist eigentlich nichts weiter passiert. Nee. Ach so, ja, den Zug, den ich entfernt genau. hatte, war die 1825er, weil die Artillerie. Ein Geschütz war schon ausgeschaltet. Jo. Und das war für mich irgendwie das Sinnvollste, die dann zu entfernen. Und jetzt haben wir vierte Runde. Franzosen. Ja. Schnelle Runde 4 der Franzosen. Die Panzer haben sich hier ein bisschen vorbewegt. Stehen jetzt hier auf dem Hügel. Haben in den Wald geschossen, hier auf die Packgeschütze mit MGs. Haben aber keinen Schaden gemacht. Ein paar Treffer gemacht, aber nichts Ausschlaggebendes. Der B1 ist ein Stückchen hier rüber gefahren. Hat ihn als neuen Zugführer benannt. Und er ist wieder eingestiegen. Er ist wieder eingestiegen. Ja, dementsprechend konnten die nichts machen. Artillerie hat wieder hier auf den geschossen. Aber hat auch getroffen. Hat wieder und hatte wieder weggesaved. Ärgerlich,
Ja, hinten, ach so, der eine Infanterist hier, der von der Commander von der Packgeschütze da, der hat sich auch überlegt, ich hau mal lieber ab von Infanterie. Hat den Moraltest versaut für Last Man Standing und ist dementsprechend auch abgehauen. Ja, langsam wird's dünn hier, der Franzosen. Viel Angriffskraft ist nicht mehr da. Wenn man sich mal das so anguckt in dem gesamten. Hier steht noch ein kompletter Zug Infanterie. Hier in der Mitte noch die Packs. Ja, und hier stehen noch die ganzen Panzer. Die zwei. Unüberwindbaren. Wie eine Festung, ne? Die Dinge? Die sind wirklich wie eine Festung. Ja, das ist wahr. Naja, mal sehen. Jetzt müssen die Briten ja noch einen Zug abziehen. Jetzt schon? Obwohl. Nee, du hast ja, wie viele Züge sind jetzt hier? Vier. Ja, dann kriegst du einen Marker, den erst in der nächsten Runde. Weil ab 5 Zügen muss er dann wieder einen zurückziehen. Ja, dementsprechend, in diesem Sinne, auf geht's, nächste Runde. So, Runde 4, der Briten ist vorbei. Eigentlich, ja gut, die Infanterie ist vorgestürmt, hat den Panzer im Nahkampf angegriffen, in einem blutigen Handgemenge, hat dann irgendeiner mal geschafft, eine Handgranate reinzuwerfen. Der Panzer ist dann aufgebrannt, danach wieder hier ausgerichtet. Die ganzen Geschütze, also ja, was heißt die ganzen zwei Geschütze, haben sich auf die Panzer eingeschossen. Ein geschafft auszubeilen, die anderen beiden Geschütze haben auf den B1 geschossen. Aber leider ist alles an der Panzerung abgeprallt. Hier sind sie wieder stationär geblieben und natürlich bin ich wieder nicht eingestiegen. Natürlich. Und das Command-Team ist vorgerückt, der Panzer ist um die Ecke gefahren. Ja, dann Runde 5 der Franzosen. Jetzt geht's gleich um den Kompaniemoral. Ja, muss hier gucken, ob ich hier einsteige. Dann muss ich noch hier testen, ob die wegfahren, weil wegen zerstörte und intakte Fahrzeuge. Ja. Und du hast ja auch schon 3 Züge verloren, ne? Ich habe jetzt 3 Züge verloren, dann heißt, ich muss auf die Kompaniemoral testen, genau. Vielleicht. War es das ja auch schon. Das kann sein, ja. In der Runde 5, Franzosen. Waren doch mutiger als erwartet. Kompaniemoral glorreich bestanden. Selbst hier der eine Ausgewählte ist wieder eingestiegen. Ist ein Stück vorgefahren, haben die Packs geschossen hier im Wald. Haben sogar einen ausgeschaltet. Genau, einen zerstört, ja. Des Weiteren ist hier die B1 vorgeprescht durch das Kornfeld. Hat auch das Feuer auf die Packs eröffnet hier. Allerdings nichts gerissen. Die Artillerie hat diesmal nicht auf die Matilda geschossen, sondern diesmal auf die Infanterie, die hier so schön kompakt im Wald stand. Mhm. Hat auch gut getroffen, eingerichtet auch soweit, nur eine Base ein Verlust nur zugefügt, aber allerdings sind sie jetzt auch gepinnt. Mhm. Ja, das war es eigentlich schon in dieser Runde von den Franzosen. Weiter geht's jetzt. Runde 5 der Briten. Ja, Runde 6 der Franzosen. Wie man sieht man nichts. Also der eine ist weggefahren, hat sich damit das nächste Platoon aufgelöst. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch er hier, der Commander in seinem B1. Aber er kann keine Missionsziele einnehmen, der Charaktermodell ist. Ja, und dementsprechend kann er gleich hier die ganze Infanterie auch noch wegziehen und ich keine weiteren kampffähigen Truppen mehr habe, außer die Artillerie hinten. Die kommt eh nicht mehr nach vorne. Dementsprechend habe ich mich entschlossen, typisch als Franzose, dieses Spiel hier zu kapitulieren und mich zurückzuziehen für eine bessere Gefechtsposition. Naja, so typisch ist es ja nicht. Mutig waren sie ja. Ne? Zum Beispiel hier mit dem Ansteigen. War halt weit vorgerückt, aber ich hatte halt... Ja, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass du jetzt keine Einheiten hast, um die Missionsziele einzunehmen. Und ja, jetzt keine kampffähigen Platoons mehr, um halt irgendwelche Missionsziele einzunehmen, weil hier sitzt ja noch ein ganzer Trupp Infanterie drauf, da komme ich nie durch. Ja, das ist nächste Runde wahrscheinlich weg. Und hier sitzt noch die Pack drauf. Ja gut, ich kann ja gleich eins wegnehmen, genau. Eben, dann kann die Infanterie noch hier die Pack unterstützen. Ja, hier sitzt noch das Infanterie-Zügchen drauf. Ist eine Runde später ist das ja auch weg. Und dann bleibt nur noch das stehen und ja, was... Ja, manchmal ist es halt schlauer, sich zurückzuziehen und halt neu zu formieren und dann wieder zuzuschlagen. Sagen wir es so. Ja, wie sagt das man, ne? Klingt ehrenvoll. Ein Soldat zieht sich nie zurück, der verkürzt nur die Nachschublinien. Genau. Das ist Weisheit von den Franzosen. Nein. Ja, waren halt viele Packgeschütze auch, ne? Also die Briten hatten natürlich hier mit diesen 2 Fündern hier... Ja, das war natürlich, als die da aufgepoppt sind, haben sie ja fast alles, also den ganzen Zug zusammengeschossen.
Mit den großen. Die Matildas waren diesmal gar nicht so übermächtig. Die haben doch einen Panzer abgeschossen. Ja, stimmt, einen Panzer. Danach wurden sie ja mal gebellt und danach ist sie ja nie wieder eingestiegen. Und die kleine Matilda hat ja nur ein MG drauf gehabt, die konnte ja nichts weiter machen. Nichts gemacht, eigentlich. Also ausschlaggebend war wirklich die Zweifünder und die Infanterie, die auch dann den anderen Zug aufgeraucht hat im Nahkampf. Ne? Ja, das war so die Hauptsache. Ach ja, und die Packgeschütze hat die Infanterie auch noch weggeholt. Ne? Ja, genau. Ja, die hätte vielleicht noch die Matilda wegholen können vorher, aber ja, ist halt dazu nicht mehr gekommen. Was sagst du? Beste Einheit? Schlechteste Einheit? Ja, ist eine gute Frage. Ja, das ist halt das Problem der Franzosen mit ihren Ein-Mann-Türmen nur, dass die halt sich wegen bewegen und dann nicht also die Hauptkanone. Die Panzer an sich ja nicht schlecht, ne? Ja, es geht halt an sich, ne? Also man muss es halt so sehen. Es ist halt im Early War hier, ne? Also Anfang Krieges, da sind die Panzer, zumindest halt die, sag ich mal, die nicht-deutschen Panzer, beziehungsweise hier so Matildas und Churchill jetzt mal ausgenommen, ja, sind halt eigentlich nur fahrende MGs. Also die Geschütze da oben drauf sind ja gut und schön, aber ja, man kann sie halt kaum einsetzen, weil die alle nur kurze Reichweiten haben. 16 Zoll. Abgesehen jetzt hier von B1 oder so. Ja, der ist auch eine Bank, muss man dazu sagen. Ne? Ja, schon, aber ist natürlich auch enorm teuer. Hat aber auch enorme Nachteile halt. Ne? Der kann halt auch nur, darf sich halt auch nicht bewegen und feuern, wegen auch One-Man-Turret. Und dann hat er noch ja, schwerfälliges Layout, also dass er immer nur eine Kanone abfeuern darf, entweder die Bugkanone oder halt die Turmkanone. Da muss man sich auch immer entscheiden. Ja, ist halt lustig zu spielen, die Dinger, aber ja, vielleicht fehlt einfach nur ein bisschen Infanterie in der Nähe. Oder ja, was Schnelles vielleicht noch. Ja, vielleicht ein bisschen Aufklärer. Das ist halt, ja, die Frage. Also die Artillerie ist an sich auch nicht so schlecht. Kann man ja nichts gegen sagen. Die hat ja auch Anti-Tank 4. Was sagst du, die Artillerie ist für dich? Ja, wenn man so will in diesem Spiel. Ja, also man muss ja sagen, hier diese kleine Trupp, der hier vorgerückt ist, der hat ja auch ganz gut was gemacht. Also was heißt ganz gut, er ist halt ein bisschen vorgerückt. Ja, wieso, die ganze Flanke aufgerollt und ja. Ist bis ans Missionsziel rangefahren, ne? Ja, das stimmt. Und dann ist er halt gnadenlos verbrannt. Ja, das ist halt die Sache. Also wie gesagt, der B1 ist halt nicht schlecht und die Artillerie, würde ich halt sagen. Aber ansonsten, die kleinen Dinger sind halt jetzt so in diesem Zusammenspiel, in diesem Maße jetzt vielleicht nicht so die besten gewesen. Ja, bei dir hier so, bei den Briten. Ja, also auf jeden Fall die zwei Fünder, weil die hat es umgerissen, ne? Kam aus dem Ambush raus, hat sofort dann mit den anderen Packgeschützen den Panzerzug da zusammengeschossen und hat die ganze Zeit das Zentrum gehalten. Hier ein Panzer weggeschossen, hier die Panzer eingedeckt, teilweise ausgebildet, hier natürlich ausgebildet, dann konnte die Infanterie den Rest aufwischen und halt den durchgebrochenen Zug zusammengeschossen halt. Ne? Ja. Also eigentlich haben die alles gerissen. Ne? Die Infanterie halt klar den Nahkampf gewonnen, die Matildas haben mal nichts gemacht. Und die standen nur auf dem Missionsziel und haben auch eigentlich nur gewartet, dass es zu Ende geht. Gewartet, dass es zu Ende geht, ja, das Elend, ja. Ja. Naja, im Großen und Ganzen war es halt ein lustiges Spielchen, mein kleines Spielchen 1000 Punkte. Wie gesagt, ist ja halt auch Early War, wird ja halt auch eigentlich sehr wenig gespielt, leider. Also ist eigentlich ganz lustig, weil man auch mal Kanonen hat, die nicht immer alles gleich zerstören, wenn sie mal was treffen, sondern halt auch mal bellen oder halt auch mal gar nichts machen, weil halt alle niedrige Feuerkraft haben. Das ist immer was anderes, als wenn man immer nur hier die dicken Panzer auf dem Feld rum und her schiebt. Ja. Und diese Endzeitwaffen da, Tiger oder beziehungsweise Panther und IS und Pershing und Easy 8 und wie sie alle heißen da, also mit diesen ganzen hohen Anti-Tank-Waffen. Ne, davon mal, oder Firefly von den Briten und sowas. Das ist halt mal was anderes, halt mal mit diesen kleinen Sachen, weil man halt da mal gucken muss, dass man doch mit kleinen Sachen irgendwie was zurechtkommt. Und da ist ein Panzer sowas wie der hier oder halt eine Matilda, ist halt schon eine enorme Bank. Fast unzerstörbar. Die sind fast unzerstörbar. Muss man schon mit Artillerie ran und Infanterie-Nahkampf oder hoffen, dass man ihn ausbailt. Ja, also, wie gesagt, spielt mehr Early. Auf jeden Fall lustiges Spiel. Und ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich dann mehr Glück für die Franzosen. Ich hoffe auch. Also, bis dann.